Hey, was geht ab? Mein Name ist Till. Ich hoffe, es geht euch sehr, sehr gut. Ich baue in den nächsten 100 Tagen 100 Beats. Heute sind wir bei Beat Nummer 99. Let's go! Wenn du neu hier bist, würde ich mich sehr freuen, wenn du auf Abonnieren drückst und die Glocke, weil dann wirst du immer informiert, wenn es ein neues Video gibt. Wenn du Informationen außerhalb von YouTube auch erhalten willst, dann check doch mal mein Newsletter. Den findest du unten in der Beschreibung. Da trägst du deine E-Mail-Adresse rein und dann kriegst du ab und zu mal Informationen, die auch relevant sind. Ich spam dich da auf gar keinen Fall. Voll. Ich habe mit dem Steinway Grand Piano von Logic, ich mache mal die Plugins hier aus, Folgendes gespielt. Und das fand ich sehr happy, aber war irgendwie nicht so der Vibe, den ich haben wollte. RC20 drauf mit Noise, mit Warble, mit Distortion, mit Space und Magnetic und das Ganze ist auch ein bisschen breiter noch gemacht. Dann habe ich hier das ein bisschen EQ'd. Dann habe ich Halftime drauf gemacht. Das war der Game Changer in dem Fall. Ihr seht, hier habe ich ein bisschen mit der Sustain gearbeitet und auch mit dem Mix. Und das Ganze ist auf ein Achtel gestellt. Dann mit dem Kompressor die Dynamik aufgefangen und mit dem EQ das Ganze hier nochmal untenrum ein bisschen bearbeitet. Und dann klingt dieses ganze Teil so. Und ist eigentlich immer noch relativ happy, aber irgendwie fand ich es jetzt so geiler. Dann gibt es hier von Arturia dieses Farfisa-Instrument, das spielt das hier. Und ja, gibt einfach nochmal so ein kleines rhythmisches Element in dem Mellow Loop, dann haben wir hier nochmal ein Vocal Sample. Ja, auch nochmal mehr Lebendigkeit in dem Ganzen. Dann haben wir eine Hi-Hat, die spielt hier sehr, ja, fast nochmal durch. Ich kann ja mal hier auf Notenwiederholung machen. Und eine Clap. Und eine Overhead, die hier einfach einmal auf der 1 spielt und die sehr lang, glaube ich, spielt. Weil ich habe hier sehr viel. Nee, warte mal, wo sind die? Hier. Weil ich habe hier den. Der ist hier weg. Den 480, also diesen Lexikon-Hall. Ihr seht hier die Zeit, wie lang die Hallfahne ist, ist hier auf 15 Millisekunden, was relativ lang ist. Sind das Millisekunden eigentlich? Ich glaube ja, weil Sekunden sind es nicht. Wenn du schlauer bist als ich, schreib es gerne unten in die Kommentare, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es Millisekunden sind. Hier einen, den Mix nicht ganz auf 100 und dann zieht dieser Hall, diese Hallfahne relativ lang. Kick und 808. Ich mache mal den Kick hier schnell in eine MIDI, so, dann können wir uns das angucken. Ja, diese roten Töne sind die 808 und das hier in der Mitte ist Kick, die Kick und das klingt dann so. Und dann, was haben wir hier noch? Hier ist irgendwie noch so ein Intro-Geräusch. Genau. Und dann habe ich mir hier dieses Steinway-Piano genommen, habe das hier hinkopiert und habe hier noch meine Automation drauf. Genau. Und dann klingt, wie können wir die hier so hinmachen? So, genau. Und dann klingt das Ganze so hier.
Wahrscheinlich sind es Makrosekunden. Was für ein Quatsch. Ich mache ja einfach schon zu viele Beats. Ich kann nicht mehr denken. Aber egal, wenn dir das Video gefallen hat, dann lass doch gerne deinen Daumen hier. Natürlich nur, wenn du ihn nicht brauchst. Für Mixing- und Mastering-Anfragen schreib mir gerne eine E-Mail. Die findest du unten in der Beschreibung. Wenn du mich noch supporten willst, indem du auch Geld ausgibst, dann check doch mal die Affiliate-Links. Die führen dich zu Stores, wo du einkaufen kannst. Du zahlst nicht mehr. Ich kriege einen kleinen Prozentsatz davon ab. Wenn du Fragen hast, schreib sie gerne unten in die Kommentare. Ich versuche sie dann zu beantworten. Beat 99, das heißt, die 100 steht vor der Tür und das bedeutet für mich auch, dass ich dann Urlaub habe. Aber davor wird es noch ein ausgiebiges Review-Video geben über diese Zeit und meine Erfahrung. Wenn du mir auf den sozialen Medien folgen willst, dann tu dies. Ich bin sicher, du wirst mich finden. Und ansonsten heißt es wie immer, die nächsten Folgen folgen. Bis dann.